Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher. Wir sind im Dorf Weißgarden und müssen jetzt mal die ganzen lieben Leutchen ein bisschen befragen, ob sie unsere Freundin, damalige Geliebte oder was weiß ich, was das war, gespielen, sonstiges, gesehen haben und wo sie hingeritten ist oder wie auch immer. So, ich schaue mich natürlich auch noch mal ein bisschen um. Bum bum. Und wir müssen natürlich die Nilfgaarder auch nach Yennefer fragen. Das ist ein anständiges Dorf. Ja, ja, das ist mir schon klar. Mein Papa hatte auch mal ein Schwert. Schön. So, die Frage, ob es was gebracht hat. Ich weiß halt nur nicht, wo wir da überhaupt. Ja. Hä? Schnief, hast du Heuschnupfen? Was willst du? Nicht. Ja, nicht will ich. Mutant. Hä? Was willst du? Gute ich mag Frau. Dich nicht weiß. Geht sie nach Wysima? Voll eher ins Grab. Oh, Opa da, Trigger. Ja. Ja? Das wird nicht. Hallo? Unverschämt, geht einfach vorbei. Hallo? Hm. Hm. Okay. Wir klauen hier alle Blumen vom Feld. Hoppala. Brauchen wir bestimmt, um irgendwas zu machen. Hallo Schaf. Warum lauft ihr denn weg? Tue ich doch noch gar nichts. Tue nur auf noch. Möge die Sonne auf dich scheinen. Ja, danke, meinst du mich oder Schaf? Neuigkeiten aus Wysima? Nö. Ah. Ein schickes Heimchen. Könnte ganz nett sein, wenn, wenn es ein bisschen dichter wäre. Irgendwie. Oh, was ist da los? Weg hier, Männer! Ja, ja. Hey, warum läufst du weg? Du kleiner Wolf. Ich möchte dich töten. Zack. Zack. Vielleicht kriegen wir gleich eine Belohnung. Sehr gut. Kann ich dich häuten oder ausnehmen? Eine Wolfsleber. Wer Leber mag? Hey, wo bist du denn jetzt? Hallo? Das ist ein Soldat. Hallo. Halt. Nordling? Nordling? Hä? Wer wurde denn von euch? Die Götter dich schützen. Angegriffen. Du wahrscheinlich. Verschwinde lieber von hier. Nein. Können wir schwimmen? Mhm. Cool. Hallo. Tauchen C. Boah, cool.
Wollte mal fragen, wie kommen wir denn wieder hoch, bevor wir ersticken? Ersticken, ertrinken, alles. Wir schwimmen jetzt mal wieder Richtung Land und gehen mal... Ah, da ist ein Ausrufezeichen. Das ist bestimmt auch wieder irgendwie eine Quest, oder so, die wir annehmen können. Ich werde wahrscheinlich nicht alle Quests machen. Aber, doch versuchen einiges. Je nachdem. Oh, das war das letzte Mal, dass ich was verliehen habe. Ich schwör's. Weil das ist doch auch... Also, The Witcher ist ja sehr, 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 sehr groß. Und, gibt's wahnsinnig viele Quests. Und deswegen weiß ich noch gar nicht, ob ich alles mache. Mal gucken. Aber einiges, was uns über den Weg läuft, definitiv. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Und jetzt wartest du auf dein Pfännchen wieder, oder wie? Interessant. Und was geschah dann? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Uhu. Das ist ja interessant. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich gehe mal rein und sehe mich um. Du solltest lieber hier warten, nur für den Fall. So, etwas blockiert die Hüttentür. Setz deine Hexersinne ein, indem du rechte Maustaste drückst. Einige Objekte können zerstört werden. Sie sind mit dem Symbol... Ich kann das immer noch nicht... markiert. Wenn du ein Objekt zerstören willst, das deinen Weg blockiert, stell dich davor und wirke das A-Zeichen. Du kannst auch mit dem Schwert darauf einschlagen, aber so lassen sich nicht alle Objekte zerstören. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Kartätsche auf das Objekt zu werfen, aber vorsicht, dass du vor der Explosion nicht verletzt wirst. Das A-Zeichen also. Das haben wir hier. Hört auf. Wo bin ich jetzt hier? Das wollte ich doch nicht. So. Jetzt schauen wir uns hier mal erstmal um. Eine Dunkelstahlplatte. Wir nehmen alles. Ich glaube, wir müssen dann irgendwann auch mal was, Tabakspfeife, auch gut, verkaufen. Weil ich denke, dass unser Inventar irgendwann voll sein wird, so wie ich mich kenne eh, wenn ich mal alles sammle. Ein Dolch, eine Mondscherben, Dunkeleisenerz, Schema zum stumpfer Armbolzen, herausgerissene Seite, Gabel, Schwanzabsud. Bring Schemas zu Handwerkern.
mit den entsprechenden Fertigkeiten, damit sie den Gegner für dich damit sie den Gegenstand für dich herstellen. Den Gegner für mich herstellen. Ja, das wollen wir natürlich eigentlich nicht. Kohle, Ziegenhaut. Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Ekelhaft. Seine Kehle. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Wie bitte, mein Lieber? Phosphor. Müssen dann auch nochmal irgendwann mal gucken, was wir alle so machen können. Mit den ganzen Zeugchen, was wir hier finden. Diese Bratpfanne. Die unbezahlbare Bratpfanne. Sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Ja, Mütterchen. Ist auch ein bisschen älter, wobei der liebe Geralt wahrscheinlich noch älter ist, weil der ist ja 100, hat er ja gesagt. Hallo. Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Sehr freundlich. Ich brate mir einen Weißfisch zum Essen. Quest abgeschlossen, juhu! Erfahrungspunkte 10. Bratäpfel haben wir gekriegt. Das ist ja alles wunderbar, wunderbar. Wir schauen jetzt mal nochmal Inventar. Ach ja. Eigentlich. Da kann ich noch gar nichts machen. Das ist die Weltkarte. Oh, das ist ein Fragezeichen. Nicht erkundeter Ort. Flieder und Stachelbeere. Das ist jetzt meine Hauptquest. Nebenquests haben wir auch. Also zwei praktisch. Hexeaufträge. Aber das ist ja auch okay jetzt. Also wir werden jetzt einfach so mal ganz gechillt weitermachen. Überwiegend mal der Hauptquest folgend und immer... Was? Und immer wenn wir irgendwas anderes oder über den Weg laufen, dann werden wir... Ach, schon wieder ein Wolf. Dann werden wir das auch erledigen. Hallo. Rede mit mir. Tritt zurück. Nein. Okay. Geht alle in Deckung. Ah! Hä? Boah, was gehst denn in Deckung? Von der Biene? Oh, nee, vom Wolf. Wo bist du? Oh, das sind mehrere. Ha, ha, ha. Oh, oh. Oh, ich glaube, jetzt habe ich mich übernommen. Schauen wir mal.
Flucht aus dem Kampf. Wenn ein Kampf zu schwierig ist, kannst du flüchten, um deine Haut zu retten. Halte Umschalt links gedrückt, um während des Kampfes zu sprinten. Wir wollen nicht flüchten, wir wollen kämpfen und siegen. Zack, zack, zack. Oh, das ist ein Bug. Was ist denn ein Bug? Scheiße. Oh, oh. Oh, habe ich jetzt alles... Rohes Fleisch, das kann ich wahrscheinlich auch anzünden. Hundetalg. Also auf dem Feuer wahrscheinlich braten, grillen oder sonstiges. Und dann neue Lebensmittel für mich entdecken. Eine Pusteblume. Hoppala. So, dann haben wir hier noch einen gehabt. Oh, ich sollte mich mal ein bisschen regenerieren wahrscheinlich. Bevor ich das nächste Mal wieder sowas mache. Beschleunigt die Regeneration aus Dauer, Wirkungsdauer, Verzehrbares, aber ich... Rohes Fleisch, ich denke, ich muss es wirklich kochen. Apfelsaft. Oh, wo habe ich denn jetzt... Huh. Ah, da ist er. Aha. Jetzt habe ich... Ah ja, jetzt habe ich das hier drin. Okay. Jetzt essen wir mal das Brot ein klein wenig auf. Wo muss ich denn hin? Hier haben wir noch einen Wolf, den ich häuten kann oder aufnehmen kann. Ne, warte mal. Hier war... Hä? Wo ist er? Wo ist er? Hier ist er. Oh, nee, ein Häschen war das. Oh. Schöne Gegend. Schöne Gegend. Pferd herbeirufen. Drücke X, damit dein Pferd zu dir kommt. Ja. Hallo. Plötze. Hallo, Plötze. Hallo, Pusteblume. Pusteblume fände ich auch cool. Oh. Geh runter. So. Zack. Was willst du, hä? Du weißt doch eh, dass du stirbst. Mein Guter. So, Plötze, wo bist du jetzt? Bist du jetzt weggerannt? Nee, da bist du. Ich glaube, es wird jetzt ein bisschen dunkel. Oh, und Gewitter und windig. Aber es ist eigentlich schon ganz gemütlich, finde ich, sowas. Ich schau mal ganz kurz, was die hier zu reden haben. Guten Tag. Hm. Guten Tag, Servus.
weiß gar nicht, ob ich so alles mit dem Pferd machen will jetzt am Anfang. Weil ich kann da natürlich besser alles aufheben. Und auch ein bisschen was einsammeln. Weil wenn ich mit dem Pferd unterwegs bin, geht das natürlich nicht. Es ist 10 nach 4. Und das Wetter ist klar. Naja. Cool. Nicht ganz so klar, wie man sich das vorstellt, aber... Hallo. Hilf einem anderen Reisenden. Warum? Nein, ich möchte nicht ausmachen. Ich wollte mein Fleisch braten. Geht das denn eigentlich jetzt oder nicht? Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexakodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Na gut, wir suchen nach der Schachtel. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Darf ich da mal als erstes auch in die Schachtel dann gucken? Und? Hast du meinen Wagen schon gefunden? Ach so, nein. Ich habe den Wagen noch nicht gefunden. Wo könnte der denn sein? Das war jetzt aber nicht der, oder? Wo wir da vorher vorbeigelaufen sind. Ja, wahrscheinlich nicht. Einsammeln. Wachsen die eigentlich dann auch wieder nach? Was ist denn das? Wie? Vergiftet. Hier siehst du alle temporären Effekte, die gerade auf deinen Charakter wirken. Hust. Gaswolken lassen sich... Okay, sollen wir das mal testen? Was ist denn jetzt? Du hast doch nicht etwa vor Bienenangst oder so? Achso, das sind ganz viele Bienen. Warum ist eigentlich mein... Da außenrum ist bei mir rot. Das heißt, bin ich mir noch vergiftet oder was ist da los? Oder weil es mir nicht so gut geht. Sollen wir mal meditieren? Meditation. Wir könnten... Kann ich auch da meditieren? Wir probieren das jetzt mal.
Meditieren bis 6 Uhr. Ja. Ach, das ist doch wunderbar. Ja? Hallo? Willst du dich etwa verpflichten, Nordling? Nein. Ja? Halt! Ich möchte nicht. Ich möchte mich nicht verpflichten. Was auch. Hier noch was ich mitnehmen kann. Ich möchte Yennefer finden. Ist aber auch ein schönes Plätzchen. So, es ist 5:45 in der Früh und alles klar. Wir sind Frühaufsteher. Schaut aber sehr schön aus. Oh, da würde ich jetzt auch gern sein. Auch für mich ist es so früh. Das ist auch gut, weil dann hat man wenigstens was vom Tag. Du kriegst hier kein Essen, jedenfalls nicht von mir. Ich will auch nichts von dir. Was willst du, Vagabund? So. Dann schauen wir mal, was wir hier finden und... Ich glaube, ich darf mich aber nicht beim Klauen erwischen lassen, oder? Aber ich klaue ja nicht. Ich leih's mir nur aus. Mhm. Atmet schwer. Hey. Hä? Nordling? Nordling. Ich bin kein Nordling. Schon von der Freiheit-Brigade gehört. Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Es sind Tuvena, wach. Ich bin kein Anderling. Schnellreisen, Reiseziele. Wähle mit der Maus ein Reiseziel aus und doppelklicke dann, um dorthin zu reisen. Okay. Dann weiß ich da Bescheid, da können wir immer hierher reisen. Finde ich praktisch, finde ich gut. Hallo. Loede, Nordling! Hey, warum seid ihr denn alle so unfreundlich? Ich behalte dich im Auge, Nordling! Ja, ja, mach das. Du behältst mich wahrscheinlich auch im Auge und du wahrscheinlich auch. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter sagt, Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Hey, das ist doch super. Habt ihr Arbeit für mich? Siehst du, du kannst höflich sein. Arbeit ist natürlich auch nicht schlecht. Ich schätze, euer Hauptmann hat Arbeit für mich. Das hier ist die Armee, Nordling. Da gibt es nichts zu schätzen. Zum Turm. Ja, Freile. Da gehen wir. Zum Turm. Aber jetzt, warte mal. Schauen wir mal kurz. Tritt zurück. Nein, danke. Kann ich hier drüber springen? Das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht schaffen. Tolles Bild. Halt. Da war was. Eine Ausrüstung. Hatten wir da nicht gerade eine Ausrüstung? Okay. 15 Rüstung, 29 Rüstung. Benötigte Stufe 1. Die haben wir ja eigentlich. Aber
beißt ein bisschen, hä? Ach, die nehmen wir jetzt einfach. Die ist besser, also nehmen wir sie. Und hüpf! Oh, die schaut ganz scheiße. Okay, war Wort. Die schaut scheiße aus. Naja. Wo ist denn das Tor? Jetzt, wenn ich hier runterhüpfe. Hoppa. Suchst du Ärger? Nö. Ich finde nur den Weg nicht mehr. Wie war denn das jetzt nochmal? Zack. Barbaren. Ich bin kein Barbare. Hä? Ich gehe jetzt einfach mal den weißen Punkten. Ein echter Baby. Meine Brüder werden mir das niemals glauben. Mhm. Den Punkten entlang. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Ist ja ekelhaft. Mach Platz. Ach so. Ich hätte da reingehen können, ist auch gut. Disziplin, die fehlt euch. Was willst du, Vagabund? Nix. Du kriegst hier kein Essen, jedenfalls nicht von mir. Ein Arzt, ist ja auch gut. Warum redet denn keiner mit mir? Ich bin doch total freundlich. Esse Godev? Mat. Tasea Tuvian Esse Kuia Eklu. Evan Sabame. Ea Igluir. Die Esse war ein Kass. Du kriegst hier kein Essen, jedenfalls nicht von mir. Legle am Chase. Evan Vedrei. Esse Kuia Antrop Arnetenga Esse Nak. Guten Tag. Servus. Und, siehst du was Schönes? Sprich mit dem Kommandanten. Ja, okay. Ich gehe schon. Hoppala. Sorry. Etor? Nein. Epstrede. Marsan de Ankarbat. Es diese Firin. Laut Esse Ulfeldern an Moeras. Die hört sich echt lustig an. Tiere, die ich ehrten, NWSS-Eart, Esse-Tubel-Abach. Jetzt bringe ich dich um. Achso, hast du mich gerade erwischt beim Klauen? Hups. Es Sege en Avian. Was willst du, Vagabund? Oh, du redest Deutsch mit mir. Was willst du? Dann medette es du, Esse in Novigrad. Du kriegst hier kein Essen, jedenfalls nicht von mir. Ja, ist ja zu gastfreundlich. Wer bist du denn? Deine Gegenstände wurden aufgewertet. Vielen Dank. Ja? Zutaten sammeln. Handwerker können dir verschiedene Gegenstände anfertigen. Gegen einen Obolus, versteht sich. Waffenschmiede, Rüstungsschmiede. Wenn du ein Handwerksschema findest, bring es zu einem Handwerker der richtigen Sorte und Fähigkeitsstufe, damit er den Gegenstand für dich anfertigt. Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vorm Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort? Im Scherzen bist du gut.
Und im Falschen? Kannst du das auch? Dann gucken wir doch mal, was du mir anzubieten hast. Zeig mir deine Waren. Vielleicht möchte ich hier was Schönes. Blei. Intermesser. Staub. Harz, Saft, Öl, Kohle, Farbstoffe, Holz, Faser, Seide, Leinen. Doch schon einige Sachen. Vielleicht kann er was für mich anfertigen. Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Gegenstände herstellen. Links auf dem Bildschirm siehst du eine Liste der Schemas in deinem Besitz. Klicke zum Auswählen auf eine Kategorie oder Schema. Gegenstände herstellen. Rechts auf dem Bild siehst du eine Beschreibung der aktuell ausgewählten Gegenstandes. In der Bildschirmmitte siehst du die erforderlichen Komponenten zum Herstellen dieses Gegenstandes. Auch Handwerker müssen es mir nur einmal, wenn dir ein Handwerker etwas anfertigen soll, musst du ihn für seine Dienste entlohnen. Falls du das erforderliche Geld hast, drücke Eingabe, um das ausgewählte Schema herstellen zu lassen. Du musst deinen Handwerker auftreiben, der über die richtige Spezialisierung wie Rüstungs- oder Waffenschmied für den jeweiligen Gegenstandstyp sowie für das erforderliche Können verfügt, um einen Gegenstand dieser Qualität anzufertigen. Einige Gegenstände lassen sich zerlegen, um neue Handwerkzutaten zu erhalten. Suche dazu einen Handwerker auf und wähle zerlegen. Okay, ich habe halt noch fast gar nichts. Könnte ich kaufen, aber ich möchte jetzt erstmal ein bisschen weitermachen. Wie ist die Moral hier im Lager? Denkt ihr, dass ihr gewinnen werdet? Ah, also doch ein Spion. Oder einer, der Ärger machen will. Ich bin nur neugierig. Na schön. Du kannst allen sagen, dass wir diesen Krieg gewinnen werden, weil Radovid verrückt ist, wie alle wissen. Und weil wir eine sehr gut ausgebildete und ausgerüstete Armee haben. Apropos, bist du hier, um was zu kaufen? Nö. Ich gehe jetzt wieder. Bis dann. Bis dann. Wunderbar. Wir gehen jetzt hoch und werden mal ein klein wenig quaken in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.